Niederösterreich ist in den Ferien, das heißt, die Kinder sind dort, wo sie auch im vergangenen Jahr lange waren, zu Hause. Darüber spreche ich heute mit Bildungs- und Jugendlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Jetzt bei ihr dran. Näher dran, das Interview. Hi und herzlich willkommen bei Näher dran. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um die Jugend und Niederösterreichs Familien und ich freue mich sehr über meinen Gast Christiane Teschl, Hofmeister, Bildungs- und Jugendlandesrätin von Niederösterreich. Hallo. Hallo. Und gleich mal die erste Frage, die Ferien. Lang herbeigesehnt, aber was ist eigentlich anders als im Schuljahr? Weil die Schüler waren nur kurz in der Schule, sage ich mal. Naja, hoffentlich ist vieles anders. Erstens das Gefühl, weil halt Ferien Ferien sind und man nicht lernen muss. Man kann lernen, wenn man möchte, aber man muss nicht. Also ich glaube, was jetzt sich breiten Raum erobern sollte, ist einfach der Spaß, die Entspannung, das Miteinander, die Zeit nutzen, die man jetzt hat, wenn man 3G getestet ins Schwimmbad gehen kann und Freunde treffen kann und alle Partys nachholt, die halt vielleicht Anfang des Jahres nicht möglich waren. Ich glaube, jetzt geht es einmal ums Durchschnaufen und sich einfach freuen, dass es schön ist. Die Klassen schauen jetzt da wieder so aus, Ja. relativ leer. Wie war dieses Jahr für Sie mit dieser, ich meine, die Politik war ja auch Pandemie getrieben, aber dieses Hü und Hott, man konnte nicht den Eltern 3 Monate im Vorhinein sagen, wie wird es nach Ostern ausschauen, und Sie sind selber Mutter, wie sind Sie damit privat umgegangen, aber auch, wenn man den Eltern, man möchte ja Antworten geben als Politikerin eigentlich. Und wie ist es Ihnen damit gegangen, dass das immer so stückweise nur gegangen ist? Naja, ich habe da einen relativ entspannten Zugang sozusagen, also für mich persönlich jetzt gesprochen. Das ist halt Pandemie. Und eine Pandemie ist deswegen eine Pandemie, weil sie schwer planbar ist. Das ist ein außerordentlicher Zustand. In der normalen Realität, die wir vor Corona und hoffentlich jetzt dann auch bald wieder danach gewohnt sind, da war die Dinge ja planbar. Also grundsätzlich können wir schon planen. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten bewiesen. Aber die Pandemie hat uns alle kalt erwischt, und da mussten wir sehr flexibel sein. Und zum Flexibelsein gehören halt beide Seiten dazu, die Botschaft aussenden und die, die sie aufnehmen müssen. Und das hat die Schule an sich als System hervorragend gemacht. Ich bin wirklich stolz auf das Bildungssystem in Niederösterreich und in Österreich, weil das hätte uns niemand zugetraut, dass wir von einem Tag auf den anderen so umstellen können. Also wenn ich sage wir, ist das ein bisschen großspurig. Ich meine die, die es wirklich machen müssen, die Lehrer, Lehrerinnen und vor allem auch die Schulleiterinnen und Leiter, und die Schülerinnen und Schüler. Und ja, sicher hat es einige Momente, einige Schulen, einige Klassen gegeben, wo das eine oder andere nicht so gut funktioniert hat, überhaupt keine Frage. Aber das hat mit Corona wenig zu tun. Das ist auch abseits von Corona so, dass es Lehrer gibt, die besser mit Schülern umgehen können und andere, die es weniger gut können. Aber in Summe haben wir unglaublich viel gelernt in dem Jahr miteinander, haben wir einen Digitalisierungssprung gemacht, der sich gewaschen hat. Also ich möchte, so blöd es klingt, Corona fast nicht missen, weil da wirklich viel weitergegangen ist, über das wir sonst noch jahrelang wahrscheinlich geredet hätten. Jetzt müssen wir halt auf die schauen, nach den Ferien oder nach einer gewissen Zeit der Ferien, die wahrscheinlich ein bisschen Aufholbedarf haben. Die gibt es unbestritten auch, aber denen helfen wir. Es gibt ja die SPÖ zum Beispiel fordert so quasi ein Bonussemester oder auch Zuzahlungen zur Nachhilfe. Was ist da Ihr Konzept? Was will Niederösterreich tun? Naja, wir bieten Nachhilfe an, die teilweise auch zu einem großen Teil gratis ist. Das gibt es ja schon, das muss man ja gar nicht erst erfinden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange so an. Die Gemeinden sind ja für die Ferienbetreuung zuständig. Das machen sie großartig und in immer zunehmender Zahl, auch was die Anzahl der Wochen anbelangt. Und das Land Niederösterreich unterstützt sie finanziell. Das machen wir auch heuer wieder. Wir haben die Förderung schlicht und ergreifend verdoppelt. Also pro Gruppe und Woche bekommt die Gemeinde das Doppelte, als in normalen Jahren sozusagen. Weil wir wissen, dass das wichtig ist. Wir haben Lernwerkstätten ins Leben gerufen. Das hatten wir vorigen Sommer auch schon und haben das jetzt extrem ausgebaut, gemeinsam mit der Familienland GmbH. Wir haben an über 60 Standorten in Niederösterreich Lernwerkstätten. Das heißt, es kommt am Vormittag in die Ferienbetreuung eine Pädagogin, ein Pädagoge oder ein Lehramtsstudierender und macht wirklich so eine Art Unterricht mit den Kindern. Hilft ihnen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind in Mathematik ein bisschen schlecht drauf bei der ein oder anderen Rechnungsart, sie brauchen in Deutsch die ein oder andere Nachhilfe, dann kommen die in die Ferienbetreuung und machen das. Am Nachmittag ist dann wieder Spaß, weil wir wollen die Kinder auch nicht überfordern. Die sollen jetzt nicht den ganzen Sommer büffeln, die sollen auch Spaß haben und sich erholen. Wir haben eine Lernwerkstatt diesmal auch im Digitalen angeboten. Wir haben eine eigene Homepage aufgesetzt, wo alle Angebote, die es in Niederösterreich gibt oder die meisten davon, die sich halt bei uns melden, aufgelistet sind. Und wenn man einen Familienpass hat, und das haben eigentlich alle, die in Niederösterreich Kinder kriegen, dann hat man 8 Nachhilfeeinheiten dort gratis. Das ist so eine Art Matchmaking-Plattform. Ich kann mich dort anmelden und finde einen, der mir helfen kann.
und kann 8 Stunden lang gratis mit dem Nachhilfe machen. Also ich glaube, das ist noch lange nicht alles, aber ich glaube, das zeigt schon, dass wir uns viel überlegt haben, um möglichst alle abzuholen, die, die in Ferienbetreuung sind und die, die das nicht wollen oder brauchen, die zu Hause sind und die einfach vielleicht einmal an einem Schlechtwettertag nicht wissen, was tun sollen, dann sollen sie auf die Homepage schauen. Da sind auch ganz viele Experimente, die sie nachmachen können, Lernvideos, Anregungen. Also es gibt wirklich viel, was wir anbieten können. Im letzten Jahr war ja der Vorwurf so quasi, da hatten wir auch einen relativ guten Sommer und da war dann im Nachhinein der Vorwurf so quasi, dass wir alle und auch die Schule speziell im Herbst quasi nicht darauf vorbereitet war. Haben wir daraus gelernt? Sind wir für den Worst-Case-Szenario im September vorbereitet? Also nach dem, was man jetzt weiß, und man muss immer in Fällen wie diesen von dem ausgehen, was man jetzt gerade weiß, ja, bin ich davon überzeugt zu 100%, dass wir besser aufgestellt sind. Wir haben erstens die Impfung. Das ist das große Ass in unserem Ärmel. Die Lehrenden und alle, die im System Schule unterwegs sind, sind super geimpft in Niederösterreich. Mehr als 80% haben sich dort für die Impfung angemeldet, haben sie schon erhalten, werden im Herbst geimpft sein. Das ist super. Es geht von mir aus auch gern 100%, aber 80% ist schon ein guter Wert. Es können sich teilweise die Kinder jetzt auch schon impfen lassen. Ich würde dieses Angebot wirklich ernsthaft überlegen. Wenn ich ein Elternteil wäre, der Kinder in dem Alter hätte, ich würde meine Kinder impfen lassen. Meine sind halt noch zu klein. Und manche Jugendlichen können sie auch schon selber für sich entscheiden. Ich würde dringend dazu raten, das zu machen. Natürlich gibt es keine Pflicht, aber ich finde, das ist der größte Trumpf, den wir haben und den sollten wir ausspielen. Das andere ist, wir haben ja beschlossen, auch im Landtag nicht zuletzt, dass wir Lüftungsgeräte zum Beispiel ankaufen. Ich halte grundsätzlich gemeinsam mit vielen, vielen Wissenschaftlern, die da viele Studien gemacht haben, das Lüften für die beste Variante. Aber wenn Lüften nicht möglich ist, weil eine Baustelle vorm Fenster ist oder so, ja, dann haben wir Lüftungsgeräte angekauft, auf die Bildungsregionen verteilt und die Schule kann sagen, bitte, ich brauche eins und die können sich's holen. Wir haben aus meiner Sicht die Teststrategie in den Schulen großartig zum Erfolg geführt. Ich hoffe sehr, dass die aufrecht bleibt. Ganz genau ist es noch nicht festgelegt. Da werden wir im August auch vom Minister Fassmann noch Details hören, wie er sagt. Ich bin dafür, dass wir weiter testen in den Schulen. Das tut nicht weh, das ist gut eingespielt, das wird von allen gut angenommen. Aber wir haben in Niederösterreich darüber hinaus auch mobile Teams, die können in die Schulen fahren und einen PCR-ähnlichen Test in Gurgelform mit den Kindern machen. Also wenn man das alles zusammenzählt und dann natürlich auch noch weiter Hände wascht, Abstand hält und von mir aus sogar auch die Maske auflässt, nicht im Unterricht beim Sitzen, aber am Gang und dort, wo man sich halt trifft, ich wäre da sehr dafür, dann glaube ich, sind wir wesentlich besser aufgestellt als das letzte Mal. Es hat sich ja, also es hat viel Suderei gegeben in diesem Schuljahr, ja. Allerdings es hat auch ein paar Highlights gegeben. Wir können es ja gerne verraten, Sie wären eigentlich nicht alleine hier, sondern wir wollten eigentlich mit dem Gewinner des Bundesjugendredewettbewerbs hier sprechen. Sagen wir es so, in der ersten Ferienwoche sind bei den Schülern schon ein paar Termine anscheinend verloren gegangen und es war ja die erste große Party. Das Partywochenende, ja, für 17-, 18-Jährige. Trotzdem, wir hätten ihn per Video da und ich würde Ihnen gerne da einen kurzen Ausschnitt seiner Siegesrede zeigen, damit wir dann über die aktuelle Generation sprechen können. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin zweisprachig aufgewachsen und stolz darauf. Ja, ich bin stolz darauf, Standardsprache und Dialekt, die Sprache meines Herzens, zu sprechen. Wie aber sieht es bei Ihnen aus? Sprechen Sie auch Standardsprache und Dialekt? Oder gehören Sie zu einer der folgenden Gruppen? Zu jener Gruppe von Menschen, deren Eltern den Dialekt stigmatisiert haben, deren Eltern es tunlichst vermieden haben, mit ihnen Dialekt zu sprechen, um ihnen Nachteile in der Schule oder im Beruf zu ersparen? Oder gehören Sie zu jener Gruppe von Menschen, die sich den Dialekt bewusst abtrainiert hat, um in einer gewissen Gruppe Fuß fassen zu können? Genau diese Vorurteile gegenüber dem Dialekt aber stören mich. Sie stören mich, weil sie nicht gerechtfertigt sind. Der Dialekt ist keine minderwertige Variante des österreichischen Deutsch. Er ist aber auch nicht besser als die Standardsprache. Was er aber ist, er ist anders und seine regionale Vielfalt ist einzigartig. Sie werden mir doch sicher zustimmen, wenn ich sage, dass es einen gewaltigen Unterschied macht, ob ich in einer Situation des Erstaunens "Ach du liebe Zeit" oder "Jo Havi wäre" sage. Oder ich möchte einer Person verdeutlichen, dass ihre Pläne nichts taugen. Einerseits kann man sagen, ich denke nicht, dass sich deine Pläne zum Positiven entfalten werden. Viel deutlicher, aber dennoch keinesfalls vulgär oder gar derb wäre "Na servus, sowas haut dich sicher nicht viere". Mitschülerinnen und Mitschüler, die im Dialekt aufgewachsen sind, nehmen viel mutiger und vor allem selbstsicherer am Fremdsprachenunterricht teil. Man kann also sagen,
Dialekt macht schlau. Wir sollten daher das leider immer noch sehr weit verbreitete Vorurteil, diese Dorfdeppen können doch kein richtiges Deutsch, schleunigst aus unseren Köpfen eliminieren. Ja, Frau Landesrätin, Dialekt macht schlau. Ja. Was sagen wir da dazu und was ja, sprechen ja. Sie? Ich weiß nicht genau, was das für ein Dialekt ist, den ich spreche. Ich komme aus der Steiermark, aber so richtig böden kann ich auch nicht mehr. aber ich finde es zum Beispiel super, entschuldigen Sie den Ausdruck, wenn meine Kinder ins Wasser steigen und es ist kalt, sie sagen arschkalt. Gefällt mir besser, macht es deutlich, ja, wie der Janik auch sagt. Ich finde es schade, dass er nicht da ist, weil ich Janik Nicolini aus der Ferne bewundere, wenn ich das so sagen darf. Er gewinnt ungefähr jeden Redewettbewerb, den es in Niederösterreich und darüber hinaus gibt. Und es ist so erfrischend zu sehen, wie erstens einer höchst professionell mit Händen und Füßen reden kann. Ja? Und wie jemand sich so nicht aus der Ruhe bringen lässt durch Corona zum Beispiel. Also auch der Bundesredewettbewerb hätte ja eigentlich ganz groß mit 500 Jugendlichen in Niederösterreich, wir haben uns wirklich darauf gefreut, stattfinden sollen. Ging halt alles nicht. Jetzt haben wir das digital gemacht mit großartiger Unterstützung der Jugendinfo in Niederösterreich. Und man hat gesehen, dass es den Jugendlichen ein wirkliches Bedürfnis ist, sich auszudrücken und dass sie das auch digital super machen. Also die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen und deswegen halte ich nichts von diesem die verlorene Generation Gerede, weil sie das nicht sind. Das wollen sie auch selber gar nicht. Sie wollen nicht so bezeichnet werden und Leute wie der Janik machen das deutlich. Ihr findet übrigens alle Reden, also alle Siegerreden des Bundesjugendredewettbewerbs auf meinbezirk.at/NÖ, weil wir waren natürlich live dabei und es ist schon faszinierend und auch, ich sage jetzt einmal, noch tiefgründigeres als das, wobei aus dem Thema muss man mal so viel machen, ist dort auch dabei. Also über was sich die Jugendlichen da Gedanken machen von 15 bis 17 ist schon ein Wahnsinn. Ganz schwierige manchmal. Themen mit dabei, auf die ich selber oft gar keine Antwort hätte. Da geht es um Geschlechterrollen, um Umweltschutz, um Politik, um Meinungsfreiheit, um alles Mögliche. Unglaublich, was da dabei war, ja. Bleiben wir aber bei dem, was Sie schon angesprochen haben, quasi die verlorene Generation. Ö3 hat eine große Jugendumfrage gemacht und da hätte ich zwei Ergebnisse, die wir miteinander besprechen können, rausgenommen. Zum Beispiel die generelle Frage, hast du Vertrauen ins Schulsystem? Und Sie sehen, dass da die schlechtere Hälfte, also überhaupt nicht und eher nicht, deutlich in der Mehrzahl ist. Das ist jetzt die Detailauswertung für die 16- bis 17-Jährigen. Woher kommt es, wenn Sie vorher gerade aufgezählt haben, was die Schule alles richtig macht oder wie sie sich auch richtig auf Corona eingestellt hat, sind wir trotzdem nicht so nah am Fühlen der Jugend dran, wie wir glauben. Naja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Was heißt das Schulsystem? Also die Frage würde sich mir aufdrängen, was meint man mit der Frage? Und ich glaube schon, dass viele derer, die da Antworten gegeben haben, etwas anderes meinen. Die einen meinen vielleicht, ich weiß nicht, das Gebäude, die anderen meinen die Lehrer, die dritten meinen die Klassengemeinschaft, die vierten fühlen sich überfordert, die fünften unterfordert. Also das kann alles Mögliche sein, weil alles miteinander ist das System. Das ist ein bisschen schwer in dieser globalisierten Antwort sozusagen herauszufinden, was konkret der Fall ist. Aber ich glaube auch, dass wir zu wenig miteinander reden und gerade mit den Betroffenen, also mit den Schülerinnen und Schülern reden. Das wünschen sich auch immer wieder die Schülervertreterinnen und Vertreter von der Politik, dass man im Gespräch, im Dialog bleibt. Wir suchen das sehr stark in Niederösterreich und dass sie ihre eigenen Wünsche und Ideen einbringen. Das versuchen wir auch im Landtag immer wieder möglich zu machen, wenn sie das Schülerinnenparlament zum Beispiel bei uns abhalten. Aber ich glaube, dass das auch jede Schule für sich ernst nehmen muss, dass die Lehrer mit ihren oder Lehrerinnen mit ihren Lernenden in einem ganz engen Kontakt und Dialog stehen müssen. Das ist sicher wahnsinnig anstrengend und mühsam in vielen Fällen, aber es wird kein Weg daran vorbeiführen. Wir haben das ja gesehen an der Diskussion um diese Bewertungs-App für Lehrer, die dann irgendwie nicht so ganz positiv gelaufen ist, die Diskussion. Es ist ein Bedürfnis da, sich gegenseitig zu sagen, was man voneinander hält. Und das muss man dürfen, ohne dass man irgendwelche Ängste hat. Und ich glaube, dass solche Ergebnisse vielleicht auch zustande kommen, weil man sich sonst nie ausdrücken kann und weil man sonst nie angstfrei Kritik üben kann. Und dann kann man da hineinrotzen sozusagen und dann kommt so ein Ergebnis dabei raus. Also ich glaube, dass das System an sich nicht so schlecht ist, wie es dieser Wert möglicherweise zeigt. Also sagen wir, wenn man so in der einmal reden und dann tief ist, genau. Jetzt einmal, wie wir alle im letzten Jahr wenn die Äußer ein bisschen anzieht. Schlimmes noch schlimmer. Genau. So quasi, es zieht genau. Schneller an. Sie haben gerade erst quasi unseren Maturanten gratuliert. 7.158 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben maturiert und Sie sagen, Sie haben tolle Leistungen erbracht und können jetzt gut ins Berufsleben und ins Studium starten. Und trotzdem, auch das ist ja abgefragt worden, gibt es da ein gutes Drittel, das sagt, Corona hat quasi den Start extrem erschwert, also auf der Suche von Praktikumsplatz. Wird die Matura, wenn das jemand ausschaut in der Personalabteilung, ist das gleichwertig wie die vor 2 oder 3 Jahren oder die von meinen Eltern? Und ich kenne wirklich persönlich einige, ich sage jetzt einmal
die Streber, also die wirklich, denen Noten auch extrem wichtig sind, die extrem darunter leiden, ist das was wert? Oder werde ich, bin ich Maturant zweiter Klasse, so quasi. Ist das eine Sorge, die Sie ernst nehmen und was tut man, wie geht man damit um? Na, grundsätzlich versuche ich jede Sorge ernst zu nehmen. Aber da schlagen zwei Herzen in meine Brust. Einerseits sind die Ergebnisse, die wir am Papier haben, wirklich gut. Ja? Also es gibt viele, die eine wirklich gute Matura heuer gemacht haben und es sind mehr als in Vor-Corona-Jahren, prozentuell gesehen. Jetzt mag es sein, dass man es ihnen von Seiten der Lehrpersonen diesmal ein bisschen einfacher gemacht hat. Überhaupt keine Frage. Oder auch von Seiten der zuständigen Bundesstellen, weil es ja eine Zentralmatura ist. Aber ich finde, das haben sich die jungen Leute auch verdient, weil es war halt kein normales Schuljahr. Das muss man einfach ein bisschen anders betrachten. Aber deswegen glaube ich trotzdem, dass die Matura extrem viel wert ist in diesen Fällen oder auch jedes andere Abschlusszeugnis, muss ja nicht nur die Matura sein, weil man einfach sieht, wenn man es schafft abzuschließen, wenn man es schafft, diese guten Noten zu erreichen, dann hat man in diesem Jahr einfach viel an sich selbst gelernt. Dann hat man vielleicht weniger Unterrichtsstunden gehabt, aber man hat Selbstorganisation, Eigenständigkeit, Teamworking, Digitalisierung gelernt und das werden die wissen, die solche Zeugnisse anschauen. Weil die haben alle dieselbe Zeit und dieselben Jahre durchgemacht und Monate und wissen, was die bedeutet haben. Und noch einmal, die Matura allein oder ein Abschlusszeugnis allein sagt auch in Vor-Corona-Jahren nichts aus. Du musst trotzdem den ganzen Menschen vor dir sehen, du musst wissen, was der sonst noch will und kann. Also ich glaube nicht, dass man jetzt, ich meine, wie oft haben wir unser Matura-Zeugnis noch gebraucht, nachdem wir es abgelegt haben? Lass mich kurz nachdenken. Zur Anmeldung an der Uni, ja genau, aber das war's dann, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich meins noch finden würde. Man braucht es nicht. Ja? Es ist für einen selber ein wichtiger Abschnitt. Man weiß, man ist jetzt fertig mit etwas und fängt was Neues an. Aber ich glaube, dass dieses Augenmerk, das auf der Matura oder einem Abschluss jetzt liegt, auch sonst nicht so wichtig ist. Das ist für die persönliche Entwicklung ein wichtiger Meilenstein. Aber ich glaube nicht, dass es Arbeitgeber gibt, die sagen, dich nehme ich nicht, weil du hast im Corona-Jahr maturiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass das Zeugnis ist immer nachher, wenn ich so wenn ich den Janik vor genau. mir sehe, egal ob ich das Video gesehen habe genau. oder nicht, einfach wie ist der junge Mensch, der genau. dort zum Vorstellungsgespräch kommt. Und ich habe ja so viele junge Leute kennengelernt, auch in unseren Jugendratssitzungen, wo alle Jugendorganisationen Niederösterreichs vertreten sind, die erzählt haben, was sie in der Corona-Zeit nebenbei entwickelt haben, an Hilfsprojekten, an freiwilligen Geschichten, an neuen Ideen, die sie digital angeboten haben, die es vorher gar nicht gegeben hat. Also die Jugend hat, das habe ich eh vorher schon versucht auszudrücken, so viel gelernt abseits der Schule oder neben der Schule und trotz der Schule. Wenn das nicht mitzählt, dann weiß ich nicht, was zählt. Jedes Unternehmen sagt, wir brauchen auch Führungsfähigkeiten, wir brauchen Soft Skills, wir brauchen emotionale Skills. Das haben die jungen Leute jetzt, weil sie gewusst haben, dass es ohne das nicht geht in Zeiten wie diesen. Und was man auch braucht, wenn man viel lernt oder arbeitet, ist dann die Entspannung. Die ist jetzt ab jetzt wieder da. Einige müssen die Matura-Reise nachplanen oder nachholen oder was auch immer. Abschlussfrage, was planen Sie mit Ihrer Familie oder nach was sehnen sich Ihre Kinder jetzt endlich im Sommer? Naja, meine Kinder sind noch relativ klein. Die sind 7 und 10. Die haben jetzt keine konkrete Vorstellung, wie ein Sommer auszusehen hat. Die wollen einfach eine Gaudi und schönes Wetter und ins Schwimmbad gehen. Das tun wir natürlich. Wir treffen Freunde, wir fahren natürlich auch eine Woche weg, haben jetzt gerade in Kärnten was Schönes gefunden und ansonsten haben wir sie in ein paar so Feriencamps angemeldet, wo es um, was lernen Sie? Sprayen, mit Spraydosen irgendwelche Kunstwerke. Ich fürchte mich schon, was das daheim für Auswirkungen hat, aber wurscht, schauen wir mal. Sie lernen Scooter fahren auf diesen Halfpipes da, also wir haben gerade Helme gekauft. Und ein Robotik-Camp machen sie, weil sie irgendwas programmieren wollen. Also ich glaube, sie sind gut beschäftigt und außerdem haben wir gerade zwei Katzenbabys und sie wollen ungern das Haus grundsätzlich verlassen. Aber ich drücke gerne die Daumen, dass das Robotik übrig bleibt und nicht die Spraydosen. Ja, ich auch. Danke. Vielen herzlichen Dank für den Besuch, Jugend- und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und nicht vergessen, ab Ende Juli jeden einzelnen Tag die Olympia-News aus Niederösterreich, quasi live aus Tokio und hier bei uns täglich um 20 Uhr. Bis dahin, ciao. Näher dran. Alle Video- und Podcast-Folgen findest du auf näherdran.tv.